Eine Sondermeldung. In der letzten Sendung des Neurotainment Podcasts kam es zu einem unvorhersehbaren, dramatischen Ereignis. Der Boden der Bibliothek hat sich gerade geöffnet. Mitten in der Aufzeichnung einer Lesung des Fantasy-Autors Wolfgang Holbein öffnete sich plötzlich der Boden der Bibliothek und es kam zu dramatischen Vorgängen. Also ich kann mich wirklich nur noch an eine Kleinigkeit erinnern. Es gab dieses fürchterliche Geräusch, der Boden öffnete sich. Ich wusste überhaupt nicht, diese ganzen Viecher, die da rumliefen und... Ich, als der Boden sich öffnete, ich sah nur diese Riesenspalte und eine Frau ist reingerutscht. Es war eine sehr alte Dame und ich konnte sie gerade noch an der Hand fassen. Das war so schlimm. Bisher nicht identifizierte Lebewesen scheinen den Autor nun mit sich in eine Parallelwelt genommen zu haben. Gerüchten zufolge muss Autor Holbein nun die Bewohner einer Parallelwelt mit Geschichten über unsere Welt beliefern. Was an diesem Gerücht der Wahrheit entspricht, werden wir sicher in absehbarer Zeit herausfinden können. Andreas Simon ist selbst an diesem Abend in eine Erdspalte gerutscht und wird seitdem vermisst. Die heutige Neurotainment-Podcast-Episode muss daher entfallen. Die Zukunft ist frei.